Guten Morgen, meine Freunde. Da bin ich wieder, euer Zordan. Hier aus dem Geheimeingang für Schloss Strobanov, wollte ich schon sagen. So heißt das Original. Für Schloss Hammerson. So. Oh, und ist es nicht schön, wie die Sonne hier reinscheint? Gut. Heute wollen wir die Gesindezimmer vollbringen. Oh, und das hier ist auch nur so ein schmales Regal, den sehe ich hier gerade. Dafür ist das Zimmer dann ein bisschen größer. Na, okay. So. Zunächst mal ziehen wir hier teilweise an seltsamen Stellen Wände rein. Die sind aber, wie gesagt, nur dafür da, um Sachen irgendwo reinzutun. Machen es dadurch natürlich auch wieder dunkler. Und müssen deswegen auch überall wieder Fackeln hängen. Und zwar ruhig so. Das muss gut beleuchtet sein hier, dieses Schloss. Ich habe mir extra noch ein paar Steine geholt nach der letzten Nacht, um nicht jedes Mal wieder rauslaufen zu müssen. So, hier ist dann ein richtiges Zimmer. Und zwar ein richtig großes. Das ist das Schlafzimmer des... Das ist der Abstellraum. Das Schlafzimmer des Abstellraums. Großer Abstellraum, das heißt, der ist auch offen. Da gibt es keine Türen. Türen gibt es nur in den privaten Kammern der Bediensteten. So, ich meine, das sind nur Bedienstete, ne? Ist klar. Aber irgendwie eine eigene Tür... Wollen wir den mal zugestehen. So, okay, dann können wir das also so. Und so. Dann kommt hier ein großer Abstellraum hier also rein. Die Raumaufteilung laut Plan geht dann jetzt doch besser als gedacht. Das liegt aber daran, dass ich klugerweise vorher berechnet habe, dass ich das, was ich auf dem Plan anwenden sehe, hier dann entsprechend doppelt natürlich machen muss, sonst passt es nicht. Ich bin so klug. K-L-U-K. Wir machen natürlich auch die Gewölbehalterungen rein, wie sich das kehrt. So. Ganze Geölte und Geölte und so weiter, das ist alles unterhalb von uns und da brauchen wir uns nicht drum kümmern. So, der große Abstellraum. Der große Abstellraum. Ein kleiner Abstellraum, sowas wie eine Besenkammer. Wahrscheinlich. So, und hier gegenüber, da ist das große Schlafzimmer von Herrn Koch. Ich weiß gar nicht, wenn das hier jetzt kommt, ist das schon das Wahlwochenende? Keine Ahnung. Geht wählen, Leute. Ist wichtig. So. Hier ist eine Katze, die sich beschwert, aber die will Futter und ich habe kein Futter mehr. Das muss ich erst kaufen. Aber da jetzt die Aufnahme wichtiger war, als die Katze zu füttern, also das sehe ich zumindest so, die Katze nicht, kriegt er jetzt nichts und ihr hört ihn im Hintergrund einfach meckern. Ja, so ist das. Ich höre dich, du kriegst trotzdem nichts. Ich habe nämlich nichts für dich da. Ich muss gleich los. Ja, sehr gut. Miau, miau, miau. Der kann aber auch, wenn er will. Jetzt wird erstmal ein Drama wieder draus gemacht. So. Währenddessen mache ich eine ungefähre Abschätzung. Bis hierhin, ja? Ja, dann habe ich das ja richtig abgeschätzt. Das ist sozusagen hier die Wand für seine Kammer, für den Herrn Koch. Und das Zimmer vom Koch ist im Prinzip das einzige, was so ein bisschen größer ausfällt. Aber Koch ist einfach wichtig für so ein Schloss, Leute. Wenn er
Koch schlechte Laune hat, dann ist das Essen schlecht. Und das geht ja dann mal gar nicht. Machen wir noch irgendwie anders Licht rein. So. Und der Rest teilt sich dann auf in 1, 2, 3, 4 Zimmern und ein Klo. So. Würde ich sagen, machen wir den Schacht mal als erstes. Tür. Bis hier hin dann, ja. Das ist aber ziemlich groß dann, aber geht nicht anders von der Aufteilung, wie ich das mit dem Fenster gemacht habe. Oder es ist sehr klein. Dann machen wir es sehr klein, pass auf. Auch das geht. Hier oben kommt nur ein Gitter rein, wegen der Luft. Abort. Kommt hier rein. Ob das hier mit Fackellicht dann so sinnig ist, ist ja auch schon gefährlich, ne? Offenes Feuer hier. Naja, muss ja. Und zwar kommen die dann hier so nebeneinander. Kommt eine Tür rein, keine Sorge. So, und hier muss ich jetzt auf diesem Platz, muss ich jetzt noch zwei Zimmer unterbringen. Am besten dann einmal hier. Ja, in den Zimmern ist dann die Aufteilung der Fenster teilweise komisch, aber... Diensthinden sind ja jetzt hier nicht, kriegen ja auch keine Luxus-Apartments oder sowas. Und die Fensteraufteilung muss wirklich am besten von außen passen, also das ist am wichtigsten. Doppeltür tatsächlich, ja. Okay. Ja, warum nicht? Die müssen ja auch mit dem ganzen Zeug hier rein. Einzeltür. Kann ich aber auch machen, warte. Ist hier halt ein bisschen versetzt, das ist ja nicht so wild. Das ist halt so. So. Gesindekammer 01. Ausreichend Platz für ein paar Betten mit Kisten. Mehr kommt hier sowieso nicht rein. Also jeweils zwei Betten auf einer Seite mit Kiste. Dann ist das auch genauso wie auf meinem Plan hier. Die andere Kammer hat sich hier schon von selbst gebildet, wenn man so will, auch wenn sie sehr düster werden wird. 1, 2, 3. 1, 2, warte mal. Setzen wir schon mal Steine, dann ist das alles leichter. Schwupps, ist eine Wand drin. Das ging ja fix. Die Sonne steht schon tief. Das wird also bald dunkel werden. Aber wir haben erst eine halbe Folge und haben schon fast alle Räume hier unten untergebracht. Dann kann ich schon direkt mal anfangen, dann Türen zu holen. Ich glaube, ich habe so viel Schwarzeichenholz, dass tatsächlich jede Tür hier eine edle Schwarzeichentür wird werden können.
So, die anderen beiden Räume, die sind ein bisschen großzügiger. Also der erste hier noch nicht unbedingt. Das ist wieder so einer, wo so vier Betten drin stehen. Wie groß war der hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 von der Wand weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier wäre dann. Das passt nicht, also geht da einen weiter. Ja. Luxus aus Versehen. Weiß nicht, anders ging. Es geht nun mal nicht anders. Ihr braucht mehr Luxus. Schon gerade wieder Tag geworden oder was? Hab ich das aber schon wieder verpasst? Wo ist mein Bett da? Ah, shit. Mann. Ja, ich bin halt unterirdisch am Bauen und das ist mit dem Shader echt schwer. Oh Gott, das wird so viel Mecker geben. Paziro, bitte reiß mir nicht den Kopf ab. Ich mach das echt nicht mit böser Absicht hier. Das ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht werde ich irgendwann noch Halbstufen überall anbringen dann oder so. Schauen wir mal. So schweigsam, ne? Ja. Zieh ich doch erstmal den letzten Raum hier ein, bevor ich, oder die beiden letzten Räume, bevor ich jetzt hier groß mit den Verzierungsarbeiten anfange. Schön ist, wie gesagt, das ist ja eine Geschichte, die wir als Panel-Paper-Rollenspiel gespielt haben, in der wir dieses Schloss hier erkundet haben. Und schon jetzt merke ich, wie cool das eigentlich ist, es jetzt in virtueller Wirklichkeit zu können. Wirklich das Gefühl zu haben, durch diese Räume zu laufen, das ist total cool. Weil es dadurch auch ganz anders wirkt, wisst ihr? Einen ganz anderen Charakter. Ich hole gleich nochmal neue Bruchsteine, weil die sind eh gleich alle.
So. Fußboden wieder weg, die Fackeln hier. Denn die Ausleuchtung wird ja durch diese Fackeln gegeben. So, die letzte Kammer. Und die letzte Kammer, die ist halt bisschen größer gestaltet. Und die hat auch auf meinem Plan eine Doppeltür, insofern passt das ganz gut, dass sich das so ergibt hier. Aber die ist nicht mal speziell für besondere Bedienstete, sondern glaube ich einfach nur eine größere Kammer. Also da werden keine. Es wird nicht überall ein Rangunterschied gemacht. Nicht in jedem dieser Räume. Bisschen anders, damit das hier sich trotzdem zusammenfügt alles. Ja, und ich glaube, da den Rest werde ich mit Halbstufen auskleiden, damit das es dann keine doofen Löcher gibt oder so. Na, wie dem auch sei. So, jetzt hier noch so ein bisschen Lampenlicht rein. Dann kann ich eigentlich schon reichlich Türen besorgen. Theoretisch kann ich hier auch schon Vista. Ihr wisst, was ich meine, ne? Kann ich hier schon, nämlich schon mal machen. Oh, welche Holzkiste nehme ich denn von meinen 3000 hier? Ich habe wirklich sehr viel Holz. Deswegen werde ich jetzt auch sehr viele Türen auf einmal machen. Weil egal, ich brauche sie eh alle. Und Eisen. Mehr. Jetzt brauche ich erstmal drei Kessel alleine. Das Eisen wird weggehen wie nix. Und dann brauche ich so Klappen. Zwei. Reicht. Und dann fällt mir nämlich ein, ich brauche ja noch einen vierten Kessel, weil ich habe vier Kessel dahin gemacht. Das sind ja vier Aborte. Absonderliche Aborte. Türen kommen in dieses Zimmer rein. Hier nicht. Das kriegt eine Tür. Das kriegt eine Tür. Das kriegt zwei Türen. Das kriegt eine. Das hier kriegt was ganz Besonderes, nämlich Kessel.
Lass mal eine so offen stehen, warum nicht? Können wir hier noch irgendwelche Haken dran machen oder so? Das ist das Schlossklo, ja. Unglaublich, aber wahr. So, Kleinigkeiten machen wir jetzt noch. Und zwar... das da wieder weg, weil das ist Blödsinn. Und zwar ein Haufen von den Dingern. Ein paar von denen zur Vorsicht, weil ich jetzt nicht weiß. So, jetzt mal gucken, kann ich jetzt schlafen? Gleich müsste es gehen. Das ist die Frage, ob Upo vorhin noch schläft, weil er gemerkt hat, dass ich eh nicht schlafe hier. Jetzt. Dann machen wir noch ganz kurz und beim nächsten Mal fangen wir dann an, draußen die Standorte für andere Gebäude zu markieren erstmal nur. Bevor wir sie dann richtig bauen. Nee, ich glaube, der UFO hat das schon reingegeben mit dem Schlafengehen. So, das ist wirklich dann eindeutig meine Schuld. So, ein paar Mal davon was machen, so. Dann doch noch ein paar davon machen. Sollte erstmal reichen. Oh, ich glaube, seit dem letzten Update, der schmeißt nicht mehr die Sachen so aus der Tasche raus, oder? Das ist ja schön. So, dann verkleiden wir das hier nämlich. Also nicht überall. Ich verkleide jetzt hier nicht die gesamte Decke. Und das soll ja schon so diesen Rundcharakter behalten, aber halt eben diese Dinger. Und hier habe ich eine vergessen. Da habe ich eine Stufe glatt vergessen. So. Dann hat man hier den Gang so. Aber in den Zimmern dann treue ich trotzdem die Aufteilung. Warte mal. Da ich das ja jetzt so angefangen habe, mache ich das auch so. Ich das natürlich überall da draußen auch noch machen. Schon. Herr Zordan, passen Sie doch mal auf. Entschuldigung, hier habe ich es noch gar nicht gemacht zum Beispiel. So, passt. Nee, komm, da muss ich noch mal welche holen. Ach, das ist jetzt auch doof. So, hier oben ist es so ein bisschen bunt dann, aber das macht nichts. Nee, das brauche ich ja nicht mehr. Quatsch. Habe ich ja schon gesetzt. So. Haben wir hier schon. Hier hatten wir schon. Da auch. Können wir diese. Kann man so ein bisschen noch verkleiden. Das ist gar nicht schlecht. Da, wo die Regale dann reinkommen. Hicks. Back to the restrooms.
Nee, irgendwie sieht das unpassend aus hier drin. Dann machen wir nur die Deckenpaneele da dran. Weil das jetzt so ein einfach weil das so ein kleiner Abschnitt ist, ne? Dann passt das nicht so. So, puh, riecht da drin auch. Deswegen gehen wir da jetzt mal weg. Ich checke nochmal die Lage. Wie gesagt, Einrichtung, das muss natürlich dann alles noch kommen. Der Fackelklang erhält die Gänge. Wunderbar. Schön. Das hier ist, wie gesagt, der Waschzuberbereich. Kann jetzt auch noch diese Dinger überall noch schnell hinklötern. Diesen Kellereingang, den lasse ich mir jetzt noch so lange bestehen, wie ich unten brauche, bis alles eingerichtet ist. Und dann sind wir hier nämlich auch fertig. So, ich nehme mal mein Zeug hier wieder mit. Da haben wir alles. Kann ich natürlich noch so ein paar hinmachen. Keine Ahnung, wo diese ganzen Monster sind gerade. Hier muss direkt drunter noch ein Hohlraum sein. Wir sind sowieso unzählige Hohlräume. Also das hier ist ein großer Raum, wo man sitzen und reden, feiern kann, was auch immer. Das Ding könnte ich eigentlich nach innen rein versetzen, so. Oh ja, warte. Das hätte ich fast noch vergessen. Hier müssen wir noch eine Wand reinziehen. Der kommt ja rein durch seine Tür. Und dann teilen wir eben das hier noch so ein bisschen auf. Und das vordere ist Büro und das hintere ist sein Schlafzimmer. Mein Gott, Verwalter. Tür ist halt, ne, tatsächlich so. Die ist ein bisschen rüber versetzt. Ja, kommt ja auch noch eine Fensterscheibe rein. Was habe ich denn da schon wieder gemacht für einen Murks? Da musste doch hin. Ah, wird doch noch ein bisschen länger. Merke ich gerade. Aber was willst du machen? Wenn du unvollständig arbeitest, dann musst du eben nachsitzen. Oh, ups. Ich wollte gar keine 40 machen. Naja, gut. Jetzt habe ich 40. Verbrauchen werden wir sie auch irgendwie. Ich mir gar keine Sorgen. So. Da noch einen hin. Ich glaube tatsächlich, dass ich diese Rot-Grün-Wände doch wieder gegen ganz normale Bruchsteinwände austausche, aber irgendwie hat es jetzt auch nicht gerade den Effekt, von dem ich jetzt sagen möchte, boah, wie cool ist das denn? Sondern eher ja, bisschen wie gewollt und nicht gekonnt, ne? So viel muss man ja auch Selbstreflexion mal mitbringen, zu sagen, kann man ja machen, ne? Aber sieht dann ziemlich kacke aus. Wäre wieder aus Versehen zu viele.
So. Sehr hübsch. Private Räume des Verwalters. Offizielle Räume des Verwalters. So. Schön, haben wir das auch. Ja, hier der Speisesaal des Gesindes und ich sehe, wir müssen hier noch einiges nacharbeiten. Hier und dann auch hier in der Küche natürlich sowieso, da habe ich noch gar nichts in der Richtung gemacht. Liebe Freunde, das mache ich aber dann wirklich nebenbei, denn nächstes Mal soll es draußen weitergehen und wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, das ist schon völlig überzogen. Insofern, bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschüss. Was da draußen dann geschieht, das ist eine andere Geschichte.